Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu Call of Duty Vanguard. Es geht los, wir sind hier mitten im Zweiten Weltkrieg. Ist hier jemand? Meine Leute los. Digga. Boah, Alter. Mit der Flasche zusammen. Jo. Was du kannst, kann ich schon lange. Ich hab den nicht gebracht. Oder? Wie das Ganze hier aussieht. Dieses Entourage. Cherisi. Kenne ich nicht. Sieht schon sehr interessant aus hier, muss ich sagen. Oh, das ist einer von mir. Nicht schießen! Verdammt, Kingsley. Wir dachten, du wärst ein Krautfresser. Wir hätten dich fast durchlöchert. Krautfresser. Yo! Wenn das nicht der Oral ist, Alter. Was soll ich machen? Schön euch zu sehen. Was soll ich machen? Wie ist die Lage? Stoß zu sein verbinden, da bin ich. Danke, meine Marke ist da. Wir sollten uns verschanzen und auf den Rest der 6. Division warten. Wir müssen die Artillerie bis zum Morgengrauen ausschalten. Sonst ist die Invasion gescheitert. Hältst du dich jetzt für den Captain oder was? In einer Stunde geht die Sonne auf. Wir können nicht warten. Ja, es kommen auch keine Männer oder Kavallerie, um uns zu helfen. Wir können hier nur sterben oder versuchen, es nicht zu tun. Hey, es hilft uns jetzt auch nicht weiter, wenn ihr streitet, wer die dickeren Eier hat. Die deutschen Kasematten sind nicht weit weg. Ich glaube, wir schaffen es rechtzeitig hin. Also, schalten wir sie aus. Die Kompanien sind zerstreut. Wir pissen doch gegen den Wind. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Und ihr auch. Das ist Wahnsinn. Hey, was bleibt uns denn noch? Ich bin ganz bei Arthur. Beenden wir die Mission. Ich weiß auch nicht, was uns bleibt. Alles klar, Kingsley. Du hast wohl das Kommando. Kasematten und Valhalla sind da lang. Ich hab das Kommando. Los. Wie lautet der Plan, Kingsley? Machen wir einen Weg frei. Ihr habt den Sarge gehört. Weg mit den Trümmern. Na? Was ist hier los? Ich hatte mich verheddert. Der Captain hat mich befreit, bevor der Deutsche uns fand. Die Operation war von Anfang an am Arsch. Keiner da, oder was? Hey, der Sarge ist gerade rechtzeitig gekommen. Hat uns den Hintern gerettet. Viel hätte nicht gefehlt. Reines Glück.
Mir soll's recht sein. Das nennst du Glück? Die Navy kann uns immer noch in Stücke schießen. Wir schaffen das. Kingsley weiß, was er tut. Wir versuchen das zu schaffen. Die Klippe, das ist die Küstenverteidigung. Scheiße. Die Brücke wird gut bewacht und das Ufer ist zu steil. Dann müssen wir die Brücke sichern. Das ist unsere einzige Chance. Wie du meinst, Boss. Boah, die laufen alle. Mehrere Ziele. Wir müssen wählen, Sarge. Feuert auf den Laster! Ein Laster! Feuer! Ein Laster ist gesichert! Sie ziehen sich zurück! Nachrücken! Wer hat mich angeschossen gerade? Sniper oder was? Alter Schwede. Was haben wir hier? Los geht's, Leute. Alter, mit Granate gegen den Kopf, ey. Das war ja geil.
Yo! Richtig cooles Inventar wieder. Na, was ist hier los, Leute? Los, vorwärts! Nehmt die Brücke ein! Brücke vor! Versteht nicht! Ungeschütztes Ziel! Feind! Oh mein Gott! Das MG nagelt uns hier fest! Wir brauchen Sprengstoff und das MG... Turmschützen festnageln! Heftig, Mann. Das ist nicht so einfach, Digga. Lade nach! Turmschützen festnageln! Nagel das MG fest! Hier gehen wir vor, Sarge! Wegschossen, lade nach! MG unterdrücken! Nagel das MG fest! Wir brauchen eine Granate für das MG! Wir sind zu weit weg! Versuch du es, Kingsley! Deckung suchen! Ich hab eine! Hat's geklappt? Alter Schwede. Bewegung! Alle Mann in den Transporter! Wer weiß noch, wie man einen Blitz fährt? Ich mach das, Sarge! Flugzeuge sind in der Nähe. Es geht los, Leute. Nazi-Festung. Richard hielt mich für verrückt. Manchmal braucht es etwas Irrsinn.
Ich denke, tief im Inneren verstand er das und erkannte, dass wir aus demselben Holz geschnitzt waren.